Einen schönen guten Tag. Wir kommen heute zusammen zu unserem Wohnungsbaugipfel. Wir treffen uns im Rahmen des Bündnisses für einen bezahlbaren Wohnraum, etwas, was wir in Deutschland unbedingt benötigen. In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, damit all die jungen Familien, all die Bürgerinnen und Bürger, die nach Wohnungen suchen, auch eine gute Gelegenheit haben, eine zu finden. Und das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen. Wir haben uns das fest vorgenommen, das voranzubringen, und weil es von Staats wegen nicht verordnet werden kann, das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum auf den Weg gebracht. Dass wir heute hier wieder zusammenkommen, ist ein gutes Zeichen. Es sind da Vertreter der Baubranche, der Gewerkschaften, der Wohnungswirtschaft, Förderbanken, Politik und die Verbände von Mieterinnen und Mietern. Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau in Deutschland sind nicht einfacher geworden. Das hat was zu tun mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, der dazu beigetragen hat, dass viele Preise gestiegen sind für Materialien, die auf dem Bau gebraucht werden, auch für Energie- und Baukosten. Und natürlich haben wir alle gespürt, dass die Inflation auch sich niedergeschlagen hat und dass es deshalb notwendig ist, gegen sie vorzugehen. Die Zentralbank macht das, wie ich finde, sehr richtig und auch mit den richtigen Maßnahmen. Aber das hat die Konsequenz, dass wir heute höhere Zinsen haben als lange Zeit. Man erinnert sich zwar kaum noch dran, aber es hat zu dieser Zeit oft Kritiken gegeben, dass die Zinsen zu gering seien und dass man auf seinem Sparkonto gar nichts kriegte und manchmal sogar Negativzinsen zahlen musste. Die Kritik war auch berechtigt. Und dass das jetzt wieder anders wird und wir im langjährigen Vergleich relativ geringe Zinsen auch für den Wohnungsbau haben, ändert nichts daran, dass es eine plötzliche Steigerung war. Die hat dazu geführt, dass viele ihre Planung noch einmal durchkalkulieren, überlegen, ob alles richtig war und ob sie die richtigen Wohnungen geplant haben, die sich an die große Zahl der Bürgerinnen und Bürger richtet, die nach Wohnungen sucht. Wir alle wissen, es ist gut, wenn diejenigen, die viel Geld auf den Tisch legen können, sich Eigentumswohnungen für hohe Preise kaufen können, Häuser, die sehr, sehr viel kosten. Aber für die meisten von uns, für die Bürgerinnen und Bürger, gilt das eben nicht. Da müssen die Wohnungen schon bezahlbar sein. Und davon, von den bezahlbaren Wohnungen, brauchen wir mehr. Und deshalb müssen wir hier und wollen wir hier auch alles dafür tun, damit wir das in der notwendigen Geschwindigkeit können. Sie wissen, ich habe vorgeschlagen, dass wir einen Deutschlandpakt bekommen. Ein Deutschlandpakt, der dazu beiträgt, die parteiübergreifend und in guter Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, über Jahrzehnte gewachsenen Vorschriften wieder zurückbaut, damit wir schnell und zügig fertig werden können. Wir werden vielleicht nicht das Tempo früherer Jahrzehnte erreichen, aber es ist doch manchmal bemerkenswert. Sie wissen, ich war vor kurzem in New York. Dort habe ich die Gelegenheit gehabt, das Empire State Building anzuschauen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat mir der dortige Manager gesagt, das wurde seinerzeit in 15 Monaten gebaut. Dass wir das in Deutschland gegenwärtig in einem solchen Zeitraum geplant kriegten, das kann man sicherlich nicht sagen und gebaut schon gar nicht. Deshalb wäre es gut, wenn wir das notwendige Tempo erreichen. Und darum geht es insgesamt in Deutschland, aber eben ganz konkret auch, wenn es um den Wohnungsbau geht. Ein Schlüsselinstrument für mehr bezahlbare Wohnungen ist das serielle Bauen. Das hat viele Voraussetzungen, Voraussetzungen, mit denen wir uns hier beschäftigen wollen und zu denen wir sehr gute Vorschläge haben. Wir wissen, dass es das auch schon gibt in bestimmten Bereichen des Fertighausbaus. Wir wissen, dass es das gibt in ganz anderen Wirtschaftszweigen. Man stelle sich vor, die Autos, die BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen in Deutschland bauen, würden in jedem Landkreis noch mal neu genehmigt werden müssen, und zwar Stück für Stück. Das ist so ungefähr die Situation, in der wir uns beim Wohnungsbau befinden, und dafür spricht ehrlicherweise gar nichts. Wir wollen also gerne erreichen, dass es möglich ist, dass ein einmal genehmigtes, in der Grundstruktur genehmigtes Haus auch anderswo in Deutschland so gebaut werden kann. Mit der Konsequenz, dass es eben billiger und schneller geht und dass man die Möglichkeiten von Vorfertigung, von guter Planung auch tatsächlich nutzen kann. Wir wissen übrigens auch, dass es in der Bauwirtschaft Unternehmen gibt, die gegenwärtig große Investitionen tätigen, um genau das zu können. Aber die Voraussetzung, die müssen wir schaffen, der Bund und die 16 Länder, die vielen Gemeinden in Deutschland, indem wir dann auch möglich machen, dass das mit einem gewissen Standard und immer angepasst auf die konkrete Situation auch geschehen kann. Brauchen wir wirklich so unterschiedliche Strukturen in unseren Landesbauordnungen?
Ich glaube nicht, da kann eine Vereinheitlichung helfen, weil dann auch daraufhin geplant werden kann. Denn manche der Unterschiede sind doch nur gewachsen und keineswegs das Ergebnis regionaler Differenzierung, sondern es ist dann eben mal da so gekommen und mal da so gekommen. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir das jetzt machen. Was wir auch brauchen, ist ein Impuls in der gegenwärtigen Situation. Denn es gibt einen großen Bauüberhang. Viele Wohnungen sind bereits genehmigt und müssten jetzt gebaut werden. Und mit dem Wachstumschancengesetz wollen wir mit entsprechenden Abschreibungsmöglichkeiten für die Wohnungswirtschaft dazu beitragen, dass jetzt diese geplanten Wohnungen auch schnell errichtet werden. Und alle den Mut haben, dass niemand abwartet, wie es wohl weitergeht, sondern jetzt seine Entscheidung trifft im Hinblick auf die Vergünstigung, die wir für die Finanzierung, denn darum geht es ja bei den Abschreibungen, schaffen können. Wir wollen im Übrigen dafür sorgen, anknüpfend an das, was ich vorweg gesagt habe, dass wir in unserem Land auch genügend bezahlbare Wohnungen haben, in den verschiedenen Preiskategorien geförderten Wohnungsbaus. Und deshalb ist es eine gute Nachricht, dass wir mehr als 18 Milliarden Euro zur Verfügung stellen bis 2027 für diese Aufgabe. Das ist eine Rekordsumme und die wird ja noch gesteigert durch die vielen Mittel, die die Länder und Kommunen noch dazugeben. Ich habe eine Rechnung gesehen, tut man alles zusammen, sind das fast 45 Milliarden Euro, wie ich finde, doch beeindruckend. Dass wir denen helfen, die jetzt Wohnungen haben, aber sich über steigende Preise Sorgen machen, das ist auch der Fall. Wir haben unser Mietrecht, das wir weiterentwickeln wollen. Wir haben eine große Wohngeldreform gemacht, die erwerbstätigen Bürgern und Bürgern mit wenig Einkommen oder Rentnern und Rentnern hilft, ihre Wohnung zu halten und ihren Lebensstandard zu sichern. Alles zusammen, also ein großes, weites Feld an Aktivitäten, die jetzt notwendig sind, damit wir die große Zahl an Wohnungen, die wir tatsächlich brauchen, auch tatsächlich errichtet kriegen. Aus meiner Sicht muss das drin sein. Bei Zinsen von 9,5% sind im Westen Deutschlands schon mal 700.000 Wohnungen gebaut worden. Dann werden wir ja wohl unsere Ziele bei den gemessen daran viel erheblich geringeren Zinsen auch bewerkstelligen können. Schönen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen heute 14 Maßnahmen, die viel verändern und viel möglich machen. Mehr Menschen werden sich mit unserer neuen Förderung ein Haus, ein bestehendes oder ein neues kaufen können. Indem wir Klimaschutz im Gebäudesektor ganzheitlicher denken, werden wir mehr CO2 einsparen. Und indem wir den Bau neuer Wohnungen deutlich leichter machen, werden wir mittelfristig mehr Wohnungen und bezahlbare Mieten haben. Unsere Maßnahmen haben diese drei Ziele. Erstens den Markt stabilisieren durch stabile Konditionen. Zweitens den Markt wiederbeleben durch Förderung und drittens etwas Neues wagen und experimentieren. Zu Punkt 1, der AFA hat der Bundeskanzler bereits ausgeführt. Wichtig ist, dass wir zusätzliche Kostensteigerungen vermeiden und deswegen den EH40-Standard für diese Legislaturperiode aussetzen. Und gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck werde ich einen Vorschlag für ein neues Bewertungssystem machen, das langfristig trägt und das Gebäude als Ganzes in den Blick nimmt. Zudem haben wir uns darauf verständigt, dass wir eine Sanierungspflicht auf EU-Ebene ablehnen werden. Wir finanzieren stabil den sozialen Wohnungsbau und der Bund gibt zusätzlich zu den vielen Milliarden auch über die BIMA verbilligte Grundstücke an die Länder und Kommunen, um darauf bezahlbaren Wohnraum zu bauen. Das werden wir die nächsten 5 Jahre tun und aufgrund der konjunkturellen Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt und der gestiegenen Baukosten werden wir den Verbilligungsbeitrag von bis zu 25.000 Euro pro neu geschaffener Sozialwohnung spürbar um 40% auf 35.000 Euro anheben. Zweitens, wir verbessern die Förderbedingungen unserer Wohneigentumsförderung für Familien und machen damit das Programm attraktiver und für mehr Familien zugänglich. Eine Familie mit 2 Kindern kann nun über ein jährliches zu versteuerndes Haushaltseinkommen von 100.000 Euro verfügen, um das Programm in Anspruch zu nehmen. Und wir ergänzen es um die Wohneigentumsförderung Jungkauft-Alt für den Erwerb von Bestandsgebäuden, die saniert werden müssen. Und damit können bestehende Häuser nachgenutzt werden, Dorfkerne wiederbelebt werden und alle profitieren davon, weil weniger CO2 durch den Neubau entsteht.
Mit einer weiteren Förderung setzen wir eine Idee um, die so einleuchtend wie naheliegend ist. Leerstehende Büros und Läden werden in Wohnungen umgebaut. Eine Studie unseres Forschungsinstitutes hat ein Potenzial von 235.000 Wohnungen errechnet. Und dafür sollen in den beiden kommenden Jahren insgesamt 480 Millionen Euro für den Umbau dieser Gebäude zu Wohnungen ausgegeben werden. Eine gute Nachricht auch für alle Vermieter und Mieter. Wir werden den Speed-Bonus bei der Förderung des Einbaus einer neuen klimafreundlichen Heizungsanlage auf alle Wohnungsunternehmen und Vermieter ausdehnen und in den kommenden beiden Jahren für alle um 5 auf 25% erhöhen und auch die Konditionen der Sanierungsförderung noch mal verbessern. Und drittens, einfach mal einfacher machen. Mit dem Gebäudetyp E wird es einen Bautyp geben, wo nur die Mindestanzahl von DIN-Normen angewandt werden muss. Und natürlich wird das Gebäude dann alle notwendigen Sicherheitsstandards erfüllen. Dieses Experimentieren werden wir durch einen Handlungsleitfaden unterstützen. Und die Länder wollen das mit Regelungen ihrer Musterbauordnung und den Länderbauordnungen ebenfalls fördern. Außerdem werden wir Länder und Kommunen mit einer Generalklausel im Baugesetzbuch in Anlehnung an den § 246 Baugesetzbuch die Freiheit geben, da wo der Wohnungsmarkt im innerstädtischen Bereich besonders angespannt ist, ohne lange Planungsverfahren schnell und unkompliziert neue Wohnungen zu bauen. Und diese Regelung wird bis 2026 befristet sein. Wir werden ebenfalls, darauf warten viele schon lange, eine Experimentierklausel in der TA Lärm machen, sodass man in Zukunft Gewerbe und Wohnen noch enger miteinander verknüpfen kann. Ich bedanke mich außerordentlich bei meinen Kollegen Christian Linder, Steffi Lemke und Robert Habeck, die zusammen dieses moderne und mutige Maßnahmepaket unterstützt haben. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Und natürlich bedanke ich mich auch für die Unterstützung des Bundeskanzlers. Herzlichen Dank. Jetzt müssen wir arbeiten. Schönen Dank.